Danke, ihr habt es geschafft. Ich habe jetzt 100 Abonnenten und deswegen muss ich noch eine Folge von diesem dämlichen Let's Talk aufnehmen. Nur damit ich noch weitere 25 Leute, die seit dem letzten Let's Talk dazugekommen sind, beschimpfen kann. Ich werde jetzt nicht sagen, dass sie weggehen sollen. Nein, 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 nein. Hört euch das ruhig an, was ich zu sagen habe. Ihr seid Schwammerln. Das habe ich, glaube ich, schon gesagt. Ihr seid Fliegenpilze. Das ist etwas genauer und präziser. Das heißt, ihr seid Typen mit einem roten Helm und weißen Punkten drauf. Genauso sehe ich euch. Und genau das gleiche wie mit Fliegenpilzen mache ich mit euch auch. Ich vermeide euch. Abonnenten, geht weg. Wenn ihr unbedingt hier bleiben wollt, bitte. Ich kann euch das ja nicht verbieten. Aber seid gewiss, dass das, was danach kommen wird, genauso langweilig ist wie das, was ich bisher gesagt habe. Also, ich habe euch gewarnt. Gut. Wie schon gesagt, 100 Abonnenten. Jetzt muss ich dann langsam anfangen, auch mein Äußeres, und damit meine ich nicht mein Äußeres, sondern meinen YouTube-Auftritt etwas aufzupeppen. Wie soll das funktionieren, fragt ihr euch? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe bereits eine Künstlerin in Auftrag gegeben, dass sie mir einen Hintergrund, ein Banner für meinen YouTube-Channel kreiert, damit ich nicht dieses generierte Plastikgedudel im Hintergrund habe. Habe ich eigentlich ein Logo? Das bin ich mir gar nicht sicher, ob ich einen Avatar habe. Das muss ich mir nachher noch anschauen. Vielleicht mache ich auch einen Avatar, einen eigenen für mich. Das lasse ich dann vielleicht auch kreieren. Oder vielleicht zeichne ich mir selbst den Strich, Maxi. Gut. Das gesagt, muss ich euch sagen, die Adventkranz-Challenge hat nicht so eingeschlagen, wie ich dachte. Ich habe genau einen Adventkranz gekriegt. Ich bin nicht sicher, ob ich die Klasse deswegen grüßen lassen soll. Mal abgesehen davon, dass das, was der Luca geschickt hat, eigentlich eine Frechheit war. Das war kein Adventkranz, das war eine Zumutung. Deswegen gebe ich euch bis zum nächsten Let's Talk die Möglichkeit, noch Adventkränze zu schicken. Wenn ihr mir keine schickt, werde ich auch nicht erwähnt und auch nicht von mir beschimpft. So beschimpfe ich einfach nur den Luca. Luca, das war ein hässlicher Adventkranz. Ein sehr, sehr hässlicher. Immerhin war es einer. Alle anderen waren sogar zu voll zu dem. Oder man könnte sagen, sie waren intelligent genug, nicht so ein absolut bescheuertes Challenge-Ding mitzumachen. Im Endeffekt muss ich dazu sagen, Luca, nicht nur war es hässlich, nein, es war auch dämlich. Gut, hätte ich das auch gesagt. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, ich nehme das auf am 3. Dezember. Am 4., ich werde es auch gleich am 3. Dezember natürlich hochladen. Am 4. Dezember, Herrschaften, ist eine Wahl. Das betrifft natürlich nicht alle von euch, weil einige von euch sind solche Schwammerln, dass sie noch nicht einmal alt genug sind zum Wählen. Aber die Leute, die schon wählen können, sollten das auch tun morgen. Einfach nur so. Das ist ein Bürgerrecht. Habt ihr mein Victoria angeschaut? Ich behandle meine Bürger wie Sklaven, mehr oder weniger. Sie bekommen vielleicht ein Gehalt, aber sie dürfen nicht mitbestimmen. Ich sage, wo es lang geht. Und genau darum geht es in der Demokratie, dass das nicht so ist. So, das war jetzt auch eine ganz kurze Einführung in politische Bildung. Für die Schwammerln, die nicht wählen dürfen, die sollten ihre Eltern dazu treiben, dass sie wählen gehen. Selbst wenn sie den Typen wählen, den ich nicht mag, dass er Präsident wird. Was ich an dieser Stelle jetzt nicht erwähnen werde, wer das ist. Denn politische Werbung mache ich sicher nicht hier. Politische Bildung ist was anderes. Wählen ist ein Bürgerrecht. Man muss sich das erkämpfen. Mit liberalen Revolutionen zum Beispiel, wie wir in Victoria gesehen haben. Na gut. Habe ich euch genug beschimpft? Genügt euch das? Ja, 5 Minuten sind auch schon um. Ab jetzt kommt dann das nächste Let's Play und zwar wieder in Victoria.
Es geht mit dem Krieg mit Deutschland weiter, glaube ich zumindest. Ich habe das jetzt nicht mehr ganz im Kopf, was danach kommt. Wir machen sie fertig, hoffe ich. Bis dann. Tschüss euch. Willkommen zurück zu meinem Let's Play Victoria 2 mit Österreich. Wie ihr seht, befinden wir uns gerade im Krieg und zwar mit Deutschland. Die haben nämlich einen meiner Verbündeten, nämlich Bayern, angegriffen. Was uns natürlich nicht sehr recht ist. An und für sich versuche ich mich zwar aus den europäischen Kriegen rauszuhalten, aber wenn sie Bayern in ihr Reich integriert hätten, dann wären sie so viel stärker geworden. Das hätte ich nicht zulassen können, deswegen mussten wir Bayern unterstützen. Derzeit schaut der Krieg gar nicht so schlecht aus. Es könnte zwar durchaus besser laufen noch, aber wir haben schon eine große Armee von Deutschland zerstört, während wir selbst noch keine verloren haben. Armeen nicht, Männer leider schon. Derzeit sind wir dabei, diese 28.000 Mann hier einzukesseln. Schauen wir mal, ob wir die vernichten können in irgendeiner Weise. Das sind noch 46.000 Mann, die machen mir wirklich Sorgen. Ja, also die 20.000, die bleiben da mal stehen, sicherheitshalber. Ja, ich habe mir mal die militärische Wertung angesehen. Also wir haben eine militärische Wertung von 189. 100 Punkte davon sind unsere Armeen, was ich sehr gut finde. Während Deutschland hat nur noch eine von 43. Das heißt, unsere Armee ist um einiges stärker und im Gegensatz zu Deutschland haben wir nicht mobilisiert. Das bedeutet, unsere Armee könnten wir eigentlich noch einmal um einiges stärker machen. Vor allem sollte Großbritannien doch noch in den Krieg einsteigen. Was wir nicht hoffen. Ja, Großbritannien hat natürlich ein stärkeres Heer als wir, hat aber natürlich den großen Nachteil, dass sie doch um einiges verteilter auf der Welt sind. Also sie können uns sicherlich Probleme machen, wenn sie anfangen, in unseren Kolonien irgendwelche Sachen zu erobern, weil da können wir uns eigentlich nicht wirklich verteidigen. Wenn sie allerdings nach Österreich versuchen zu schippern, was ich eigentlich fast hoffe, dass sie tun könnten. Wir könnten mal schauen, was sie da haben. Mal schauen, vielleicht könnte man Malta erobern dann. Blubber, blubber. Ja, unsere Rebellion hier werden wir auch Gott sei Dank los. Gut. Das scheint auch alles in Ordnung zu sein. Und da diese 21.000 Mann scheinen wir auch auseinanderzunehmen. So, hier geht es mal nach Cottbus nach. Oder nach Pritzwalk. Das ist eine riskante Taktik, weil wenn der 46.000 Mann auf die Idee kommen, nach Pritzwalk zu gehen, können wir die eigentlich nicht wirklich verteidigen. Aber andererseits, ich will, dass sie nach Pritzwalk gehen, damit die nicht nach Pritzwalk fliehen. Na, schauen wir mal. Die werden fliehen jetzt gleich. So, da fehlt mir noch eine Truppe. Und vielleicht sollte er nach Berlin gehen. Kann ich da dazu, weil die Schlacht gewinnen wir sowieso. Netterweise gewinnen wir sie hauptsächlich durch die sächsischen Truppen. Wir sind nur in Verstärkung. Ha, Verona haben wir auch besiegt. Sehr gut. Okay.
So, wo gehen die hin nach Brescia? Das heißt, wir sollten dann auch nach Brescia noch gehen. So, wo fliehen die hin? Nach Swinemünde. Sehr gut. Das heißt, wir brauchen dann nicht nach Pritzwalk gehen, sondern wir bleiben hier mal stehen. Du gehst nicht nach Berlin, sondern nach Dingsbums. Und ihr geht nach Swinemünde nach. Wie viele sind denn das noch? 12.000 Mann. So, nach Swinemünde, wenn geht. Komm schon, Sachsen. Ach Gott, du bist so dämlich. Der geht nach Pritzwalk, ist eh klar. Dort, wo nachher angegriffen werden kann, der Wappler. Ständig um unsere Verbündeten kümmern. Gut, das ist uns egal. So, das sind auch schon wieder mehr geworden. Sehr gut. Und die haben sich auch schon ein wenig erholt, aber natürlich noch weit weniger, als sie sollten. So. Schaut diese Schlacht aus. Das sind nur Bauern, die wir da hoffentlich erledigen. Wo geht der hin? Nach Pritzwalk, ist eh klar. Dann können wir den aber vielleicht auch erledigen. Ja, das war natürlich klug. Ist eh klar. Dann gehen wir mal da her. Dann können wir uns das genauer anschauen, was die da machen. Wohin gehst du nach Stettin? Das ist hier. Das ist gut. Das ist sogar ausgezeichnet. 38.000 Mann hier werden wir auch noch erledigen. Auch wieder mit der Hilfe der sächsischen Truppen, die hier schon stehen. Zwar nicht die besten sein, aber immerhin hat er plus 3 auf Angriff, auf Verteidigung. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Okay. Ach, Sozialwissenschaften, sehr gut. Endlich sind wir da fertig. Wir brauchen mehr hier. Das oder das? Mehr Entscheidungsfindung ist mehr Moral oder mehr Verteidigung? Mehr Verteidigung. Na, mehr Moral. Einfach die Verteidigung, wir greifen ihn nur an. So, die sind wieder mehr oder weniger voll. Das ist gut. Wohin gehst du? Nach Küstrin. Das ist gut. Gehen wir mal nach Küstrin. Können wir dich dann angreifen. Ihr seid natürlich noch nicht voll. Aber ihr seid voll genug, dass wir euch wieder in die Nähe der Front schicken. Im Notfall kann ich euch auch noch irgendwo dazu schicken. Wir haben die Schlacht von Pritzwalk gewonnen. Sehr gut. Sie haben circa gleich viel verloren wie wir. Und wir haben die Schlacht von Swinemünde gewonnen. Wir haben wieder, das waren 30.000 Mann ursprünglich. Die sind jetzt aufgerieben. Das ist ausgezeichnet. So, Malta-Kanal. Das schauen wir uns als erstes an. Da steht nichts. Gut, dann fahren wir mal weiter. So, Liegnitz, das passt.
Naja, also ich glaube, da kommt natürlich keiner zu Hilfe. Das müssen wir alles selber machen. So, Frage. Versuchen wir die da jetzt zu erledigen? Nach Burg oder? Nein. Die werden wir jetzt nicht versuchen zu erledigen. Ist daher der andere Wappler von den Zweien. Du bist daher und erholst dich ein wenig von dem Kampf. Machen wir mal die fertig. Sollen sich die doch erholen, ist ja wurscht. Kann jetzt auch nichts machen. Okay, Venedig haben wir auch besiegt. Sehr gut. Nur noch diese hier. Und dann kannst du auch noch an die Front gehen. Naja. Was ist da? Achso, wir fahren da noch. Da hat er 33.000 Mann rumstehen. Aber keine Schiffe, um sie irgendwo hinzubringen. Passt. Wir fahren wieder zur Straße von Otranto zurück. So, nachdem du das hast, gehst du daher. Das finde ich ausgezeichnet, die Situation hier. Schauen wir mal. Magdeburg erobern wir auch gerade wieder zurück. Puh, von den Sachsen sind nicht allzu viel übrig geblieben. Wenn er dann nochmal angreift, sind sie tot. Vielleicht hätte ich da bleiben sollen mit einer Truppe. Passt schon. Okay. Ah, ist eh klar. Sie haben ja doch noch durchgeschafft bis zu uns. Das Problem ist, ich kann hier wirklich nichts dagegen tun. Was habe ich da für Truppen? Ich habe da gerade mal 15.000, 18.000 Mann. Wie soll ich gegen die vorgehen? Ach, geh. Ich meine, Gott sei Dank ist das eine Kolonie und das bringt genau nichts. Schauen wir mal. Mit einem Frieden annehmen. Ha. Gut, okay. Wir hätten mehr verlangen müssen im Endeffekt. Aber immerhin. Deutschland sind wir mal für eine Weile los. Und wir haben relativ wenig verloren eigentlich. Die erste Armee geht nach Wien. Du gehst gleich einmal nach Mailand. Dritte Armee. Ach ja. Der Armee geht nach. Oh, die habe ich ganz vergessen. Da habe ich auch noch eine Armee. Nach Sench. Na super. Der geht dorthin. Und du gehst nach Budapest. Oder? Ja, wie schon gesagt, an unserer Stärke haben wir eigentlich kaum was eingebüßt.
Irgendwie wäre es gut. Hier ist gut gewesen. Ja, super, die müssen wir jetzt wieder. Die müssen wir jetzt wieder hochpäppeln, unsere Beziehung mit denen. Aber Deutschland haben wir wieder ein bisschen zusammengehaut. Das ist zwar wurscht, die erholen sich schneller als ein Stehaufmännchen. Aber sie sind nur Siebter in der Großmächtewertung, sogar hinter Skandinavien. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Was war denn Skandinavien? Warum sind denn die so stark? Also, viele Anführer. So, Schipernakel. Zurück nach Wien, nach Triest. Ein General, noch ein Admiral. Brauchen wir noch eine brauchen wir noch diese vier Panzerschiffe da. Die sind zwar jetzt nicht so großartig, aber naja. So, Schiffe wieder auf 30%. Truppen auf 50%. Und schauen wir mal, können wir da wieder zurück? Nö. Müssen ein ganzes Jahr warten. Gut. Wir haben den Status quo erhalten. Na, das ist ja schon mal was. Wäre irgendwie cool gewesen, wenn Großbritannien ihnen nicht geholfen hätte. Ohne Großbritannien hätte ich auf jeden Fall auf einen Sieg gegen Deutschland gespielt und nicht auf Unentschieden. Naja, besser auf Sicherheit spielen. Jeder, der Victoria 2 kennt und mir zuschaut, wird sich wahrscheinlich denken, ich bin der totale Vollwappler, weil ich so einen Vorteil in dem Krieg hatte. Aber nachdem mir da sowieso keiner zuschaut, ist das eh wurscht. So sehe ich das. Gut. Dann werden wir da auch wieder umstellen. Warte, daher gehen. So, jetzt brauchen wir einen Dragoner und zwei Infanteristen. Na gut. Okay, unsere Revolution haben wir auch niedergeschlagen. Passt. So, und Jemen. Auch die Meinung steigern. In Portugal. Und in Kolumbien. Oh, ist nicht groß genug in Kolumbien. Schau, schau. Skandinavien. Nee. So, wir haben besser eine Beziehung zu Großbritannien. Irgendwie müssen hier auch unsere Armeen in den Kolonien verstärken. Das kann es ja wohl nicht sein. Warte mal, wieso kann man die nicht bauen? Ach, wie.
Passt mir einfach nicht auf. Ärgerlich. Na gut, versuchen wir Peru wieder zurückzukriegen. So umstritten kann das ja wohl nicht sein. So, Geld wie Heu haben wir auch. Das heißt, wir können da 60 und 80, sagen wir 75% zurückgehen. Dann noch 90%. Gut, wir werden Subventionen für alle beschließen. Dann haben wir gleich wieder kein Geld wie Heu mehr. Warum zum Henker? Funktioniert hier keine Stahlfabrik? Die haben alles, was eine Stahlfabrik braucht. Das kann es ja wohl nicht sein. Das widerspricht sämtlichen Regeln der Wirtschaftsökonomie. Ja, ärgerlich. Gut, und die Lombardei soll bitte dieses Dings da aufmachen wieder. Das gibt's ja wohl nicht. Auch das kann es nicht sein. Es gibt einen Bonus auf Kleiderproduktion. Ja, okay, bei der Lombardei kann ich mir noch vorstellen. Die sind irgendwie durch die schlechte Verwaltung und große Korruption funktioniert dort nichts, aber. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht funktioniert. Schlesien ist auch ein Failed State, könnte man fast sagen. Außerdem frage ich mich gerade, warum ich dort Bürokraten fördere, wenn die Anzahl der Bürokraten genau nicht steigt, obwohl ich die Steuern für die Die Steuern sind niedrig für sie, das Gehalt ist relativ hoch. Herz, was willst du mehr? Vielleicht nur noch das Gehalt für die Soldaten runter. Und da auf jeden Fall von der Verwaltung. Und von den Offizieren. Verstehe ich einfach nicht. Pfeif drauf. Mal was anderes, was Sinnvolleres, als die Verwaltung dort hochschrauben. Gut, da haben wir schon Bürokraten. So, wie viele Facharbeiter haben wir denn hier schon? 4,8. Das ist noch zu wenig für Angestellte. Wie viele haben wir da? 9,9. Das heißt, hier könnte man Angestellte fördern eigentlich. In der Lombardei haben wir um 6% und in Österreich haben wir immerhin noch erst 5,9%. Naja, es könnte besser sein. Wir könnten natürlich auch versuchen, irgendwelche Kolonien zu einem Staat zu machen. Deutschland. Null Komma null. Südkamerun 0,0. Oromotisch 3,1%. Mittelägypten natürlich auch nichts.
Sinai, das könnte noch am ehesten sein. Oder auch nicht. Also Auswanderungen gibt es auch nicht von unseren Leuten. Zumindest nicht nicht in unsere Kolonien, sondern nur noch in die wahnwitzigen USA und solche Staaten. Vielleicht sollte man doch in Wahlen investieren. Da wandern dann weniger aus. Obwohl andererseits ist es wurscht. Auch die sozialen Reformen bringen genau das Gleiche, dass die Lebensqualität steigt und die Leute zufriedener sind. Ich verstehe es nicht ganz. Da ist die Spielmechanik ein bisschen seltsam, was das betrifft. Naja. Oder sagen wir mal, vielleicht ist sie nicht seltsam, vielleicht verstehe ich sie nur nicht. Gut. Ja. 1880 haben wir erreicht. Ein Konflikt in Bulgarien. Skandinavien hat jetzt mal die Osmanen unterstützt. Das ist mal was Neues. Das wäre die Möglichkeit, dass Bulgarien entsteht, weil nämlich Russland sich wahrscheinlich auf die französische Seite schlägt. Was ist mit denen? Ah, die sind unentschlossen. Deutschland ebenfalls. Wir ebenfalls. Wir könnten uns auf die französische Seite schlagen. Dann hätten wir Skandinavien, Deutschland und Großbritannien gegen uns. Deutschland weiß noch nicht, aber wenn wir auf die Seite gehen, gehen sie auf keinen Fall auf die Seite. Und Großbritannien bevorzugt derzeit Skandinavien. Mit etwas Glück entscheidet sich Deutschland für Frankreich. Na, sicher nicht. Eher nicht. Verbessern wir mal die Beziehungen zu Großbritannien. Warten wir noch ein Weilchen. Das ist wirklich eine Möglichkeit. Das Osmanische Reich zu schwächen. Hier auf die Seite gehen. Ob sie sich dann auch auf die Seite entscheiden? Nein, irgendwann mal erst. Ein Haufen Eisenbahnen werden da fertig. Gut, da können wir den Husaren ersetzen mal. Auch nicht, sehe ich gerade. Wie schaut es aus? Ich würde echt gern die unterstützen, aber haben die eine Chance im Krieg gegen die anderen beiden? Na gut, andererseits, ich habe jetzt noch gerade im Krieg gewonnen. Ja, das habe ich befürchtet. Jetzt gehen die eher auf die skandinavische Seite. Achso, warte mal. Ja, eher auf die skandinavische Seite. Und die auch. Na gut, kann man nichts machen. Mit etwas Pech, mit etwas Glück entscheiden sie sich einfach nicht. Und Skandinavien lenkt ein, bevor irgendwas passiert. Mhm.
So, da haben wir den Konflikt gerade. Komm schon, Skandinavien, lenk ein, wir sind stärker als ihr. Ich möchte, dass Bulgarien entsteht. Das wäre ganz, ganz toll. Wir sind die Torschützerin fürs Land. Na gut, wir werden das heute nicht mehr fertig machen, diesen Konflikt, denn ich muss langsam ins Bettchen. Es ist spät, morgen ist Schule. Ihr wisst ja, wie das ist. Nein, wisst ihr nicht. Euch interessiert das ja nicht, wenn Schule ist, offensichtlich. Ihr seid ja trotzdem munter. Gut, also, Herrschaften, ich wünsche euch eine gute Nacht, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis bald.